Komm, wir gehen, zusammen. What up, then? Willkommen, Freunde. Es ist der Start einer neuen Vlog Week. Thank God it's a Monday. Ist heute einfach mal unser Motto. Wie ihr freudigermaßen erkennen könnt, sind wir wieder back in Cologne. Nicht mehr in Berlin bei Herr Moritz, weil die Gastfreundschaft da war ja, wie gesagt, dürftig. Ach komm. Wenn ihr das Ganze verpasst habt, was noch passiert ist, nachdem Marcel und ich mit dem Auto abgezischt sind. Ciao, Herr Moritz, mach's gut. Dann habt ihr wahrscheinlich die Instagram-TV-Videos vom Wochenende nicht gesehen. Da sind nämlich zwei Stück online gegangen. Einmal ein ultimativer Mini-Vlog, wo ich euch erkläre, was alles passiert ist. Zuallererst war die Situation mal die. Mäßig übermäßig. Und zweitens haben wir ein kleines Unboxing gemacht, beziehungsweise ein großes Unboxing. Hier einmal ein großes Geschenk. Dann haben wir hier zwei mysteriöse schwarze Boxen. Was natürlich heute auch Thema ist, denn wir haben jede Menge neue geile Sachen. Wow, Vlogception hier. Ah, wie ich sehe, haben sie eine neue Kamera direkt in Betrieb genommen, mit dem schönen neuen Stativ, welches, Freunde, übrigens auch an meiner Kamera befestigt ist. Das heißt, ultimativ kann von nun an hier das Vloggame absolut auseinandergenommen werden. Kann. Und dann auch mit dem neuen Vlog ist Setup am Start. Das heißt, wir haben mit ultimativ hier drei verschiedene Perspektiven. Das heißt, wir können alles exorbitant betrachten. Kotzt gleich. Ja, seid ihr ready, jetzt so richtig mit der Mission des heutigen Tages loszugehen? Ja, aber warum habt ihr die schwerste? Eigentlich ist doch die weiße Kamera eigentlich relativ. Kann ich die besser? Kann ich die haben? Na, aber der mit dem Nachnamen kriegt die Kamera. Ja, wow! Weiß, die Kamera übernommen! Dann setzen wir jetzt mal rein. Die Mission des heutigen Tages. Okay, schneller! Leute, das Gerät fällt komplett aus der Kontrolle. Mach, es reicht, okay, die Kamera wird ausgestellt, ist schön. Wieder auf eine Cam, okay. Jetzt kannst du losgehen. Ihr habt ja gestern im Unboxing am Ende gesehen, dass wir zwei mysteriöse schwarze Boxen haben. Oh, was geht denn hier ab? Schmili! Schmili! Gott. Was macht ihr? Ready für den heutigen Day? Ja, total. Ready? Ah, Max ist auch da. Amen. Falls ihr Max nicht kennt, Leute, Max ist tatsächlich unsere Katze Gigi. Der hat manchmal so einen Tick, der verwandelt sich. Genau, unsere Katze hat das Ding, das sich manchmal verwandelt. Ah, das ist kurz noch wieder zurückverwandelt. Gigi, it's nice to have you back. Er ist auf Max natürlich auch cool. Aber sein Fell als Katze ist auf jeden Fall. Ah, Marvel wieder fleißig am Film oder wieder was? Ja, vielleicht. Marvel, die Kamera ist ausgeschaltet. Wo sind wir denn bezahlt? Aber rein, Nur Urlaub, Mann. Dann hier natürlich Max. Gigi. Ah, hast recht. Aber wie gesagt, Freunde, Seriousness of Life und zwar die Pakete. Also die mit einer Hand zu öffnen, wäre es auf jeden Fall irgendwie eine schwierige Aktion. Marcel! Wo sind sie? Sind sie hier? Marcel? Jenna? Ich glaube, wir müssen noch kurz Marcel suchen gehen. Marcel? Wo bist du? Marcel, bist du hier drin? Marcel! Wow. Ah, hab ich dich, Marcel. Denkst du, kannst dich hier unter der Decke verstecken und faulenzen oder wie oder was? Nicht mit mir, mein Freundchen. Marcel? Bist du auf Toilette? Komm jetzt rein! Wow. Marcel? Hä? Marcel? Bist du da drin? Marcel? Marcel, was machen Sie an der Decke? Jawohl, ich klebe fest. Wie sind Sie da hochgekommen? Lassen Sie sich fallen, die Schwerkraft fallen lassen. Ich klebe fest. Ah, Marcel, ich hab eine Idee. Marcel, okay, halten Sie fest. 3, 2. Oh, Marcel, Sie sind gesaved. Okay, Digga, dann können wir jetzt endlich hier diese scheiß Dinger auspacken. Oh mein Gott. Marcel, Sie sind wieder back im Game. Freunde, dann kann es jetzt endlich nach unten gehen und endlich kann die Seriousness des Lebens beginnen. LOL. Jawohl. Spiel, es tut mir leid für die Waiting Time. Oh, wie ich sehe, waren Sie Bussi? Hä? Digga, das ist ein Kabel. Ja, aber wenn ich das so versuche dran zu machen, es funktioniert nicht, weil die Knöpfe nicht aufeinander gehen. Oh. Wenn ich aber versuche andersrum dran zu machen, geht es auch nicht. Was stimmt da wirklich? Man kann diesen Knopf einfach nicht drauf machen. Okay. Was ist das für eine Scheiße? Freunde, bitte helfen Sie Schmili aus in dieser Lebenssituation. Wie kriegt man das Kabel? Kannst du es wieder zurückschicken, das ist kaputt. Warte mal, wir legen das schön beiseite. Das sollen die Zuschauer schön in die Kommentare schreiben. Jetzt geht's erstmal. Haha! Um die ganzen Sachen hier. Marcel, ich gebe Ihnen die Ehre, die Kamera zu halten. Ja, ich gebe dir erstmal das in die Hand. Ich brauche erstmal eine Schere, das machst du hier mal mit den. Brauchen wir das nicht, denn das ist schon offen. Gut, dann ist es schon offen. Ich möchte das andere aufmachen. Nee, das dürfen Sie natürlich hier. Boah, wie geil ist das denn? Achtung! Jenna, kannst du euch. Hey, aber ich will irgendwie lieber doch das Größere haben. Nee, jetzt zu spät. Ich hab's schon. Schmini, ganz kurz. Seid ihr alle ready for the moment of the revelation? Schmini, ganz sicher. Oh, Schmini. Schmini. Oh, Schmini. Ah, Drogen. Willst du mit mir Drogen nehmen? Leute, gratis Woman Drugs, hä? Chillig. Stoff. Freunde, was wir hier nämlich bestellt haben, ihr habt schon diese gelesen. Mysteriöse Brillen, die sich jetzt hier drin befinden. Und das regnet Schnee. So. Wir haben auch drei verschiedene Arten von Brillen. Jenna, bei dir sind es erstmal, glaube ich, die Umkehrbrillen. Das ist einfach eine Brille, die macht das alles, was man sieht, auf dem Kopf ist. Marcel, ist dies zu fassen? Sehr gespannt. Ja. Die ziehen wir gleich an. Warte, Schmili, du hast jetzt hier die Alkoholbrille. Und Schnaps. Das ist die Alkoholbrille. Das ist eine Skibrille, Mann. Ja, das ist echt noch eine Skibrille. Und dann zum Schluss ist noch eine. Schön in grün verpackt, farblich sehr passend. Eine ja. Drogenbrille. Ich weiß nicht genau, welche Drogen das irgendwie dann machen soll, aber im Grün zu muten wahrscheinlich Kokain. Funktioniert nicht. Oh, recht? Ah, du musst die Gläser. Meine Augen!
Auge aufs Gebot. Läuft. Voll, ja, voll. Also geil, man kann es nach oben und nach unten klappen. Das heißt, man kann dann, wenn man die aufhat und dann einfach komplett verspult, kann man einfach nach oben klappen. Aber das haben wir natürlich nicht vor. Denn jetzt mal kurz zu unserem Plan. Wir haben jetzt hier 6 extrem verschickte Brillen. 2 von jedem. Alter. Oh, Masel, noch nicht. Masel, hin zu früh. Unser Plan ist, dass wir diese ganzen Brillen jetzt einfach mal ausgiebig testen. Und von euch wollen wir jetzt einfach mal wissen, was ihr mit diesen Brillen sehen wollt. Was ich auf jeden Fall spannend fände, wäre einfach mal so ein ganzer Tag, wo 2 Leute komplett mit diesen Brillen leben müssen. Jana, was ist da noch drin? Das sind die Gläser, das muss man da reinschauen, weil das ist okay. Die Brille, so funktioniert die ja nicht, du. Genius. Darf ich die aufsetzen? Ja, Spini, gönn sie sich. Darf ich wirklich? Ja. Oh, it's Eminem! Ah, summer, lama, dimma, lama, you. Wie du, oh, fuck, hast du das gesehen? Digga, das war nicht normal. Wir wollen aber doch gar nicht so viel vorwegnehmen. Das werden auf jeden Fall ein paar sicke Videos. Nein. Okay, das seht ihr alles in den nächsten Tagen. Schreibt jetzt so viele Kommentare, wie ihr könnt, was wir mit diesen Brillen alles ausprobieren sollen. Ah, die Glasses sind ready. Das ist quadratisch. Warte. Das war jetzt nicht so klug. Boah. Oh, Schiri. Alter, das ist einfach... Boah, Digga, das ist Max. Warte, Gigi. Das geht. Aber Digga, nein, das ist Max. Nein, das ist Max. Gigi. What the fuck? Da war doch gerade noch Max. Warte mal ganz kurz. Die Brille siehst du Max? Ja. Lol, warte, gib mal her. Dann lass einfach mal durch. Wow, holy Digga, shit. Alter, was? Warte, es ist halt wirklich wieder Gigi. Max, renn da nicht weg. Warte. Holy shit, das ist einfach gut. Ich mag durch die Brille. Jungs, Alter, ihr müsst... Diese Scheiß-Phase. Ich Was ist das? Es ist einfach wieder Gigi, Digga. What the fuck? Geht hier für ein Film? Was machst du da wieder? Ja! Wie ihr sehen könnt, absolut geil, dank diese Brillen. Ich selber, Jenna, hast du gar nicht ausprobiert. Das machen wir in den folgenden Videos. Digga, du bist voll auf Drugs, oder? Ich fühle mich wirklich... Hier müssen wir jetzt mal ganz kurz alles aufräumen, weil von dem Unboxing gestern und diese ganze Szenerie sieht jetzt richtig schlimm aus. Boah. Das machen wir dann im nächsten Video, Leute. Abonniert auf jeden Fall, dass ihr es nicht verpasst. Und Jenna, ich glaube, du musst es einfach abonnieren.